Ja, ich hatte schon sehr schwere Beine dann am Tag danach. Aber das Gefühl war natürlich sehr, sehr toll. Ich habe mich super gefühlt auf dem Platz. Zusammen mit meinen Mannschaftskollegen haben wir, glaube ich, auch sehr gut taktisch das umgesetzt, was der Trainer von uns verlangt hat. Und es hat sich einfach persönlich super angefühlt, nach so einer langen Zeit endlich mal wieder auf dem Platz zu stehen. Ja, ich glaube, wir müssen in vielen Bereichen da anknüpfen. Vielleicht gibt es taktisch ein bisschen eine andere Ausrichtung vom Trainer aus. Aber wenn wir mit dieser Leidenschaft wieder auf den Platz gehen wie beim letzten Spiel, dann haben wir schon mal die Basis gelegt. Und dann müssen wir natürlich auch spielerisch Lösungen finden gegen sicherlich eine kompakte Defensive. Da wird es nicht einfach sein, da die richtigen Räume zu finden. Aber wenn wir sie gefunden haben, müssen wir sie bespielen, müssen wir auch noch kaltschnäuziger sein, dann, wenn wir in den Abschluss gehen. Es wird ein ausgeglichenes Spiel, denke ich jetzt mal. Ja, wir können erwarten, dass sie uns auch versuchen werden, keine Konterchancen zu bieten. Und wenn sie den Ball haben, haben sie natürlich vorne zwei, drei gefährliche Spieler, die ja auch sehr gefährliche Flanken schlagen können in den 16er. Und da müssen wir versuchen, in erster Linie dann die Flanken zu verhindern und in zweiter Linie, wenn mal eine reinfliegt, dann auch eine gute Manndeckung in unserem 16er zu haben. Ich freue mich sehr. Ich habe sehr viele Spiele von der Tribüne aus oder auch von der Bank in der letzten Zeit verfolgt. Und die Stimmung, die unsere Fans gemacht haben, war immer fantastisch. Und ich freue mich hoffe natürlich auch, dass ich dann am Sonntag wieder auf dem Platz stehen kann und das auch von einer anderen Perspektive endlich wieder mal wahrnehmen darf.